Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch ein kleines Video darüber, was ich heute zu Beltane gemacht habe und wie mein Alltag zu Beltane aussieht, also heute. Übrigens, ein tolles Beltane. Ich habe irgendwie Probleme damit, das auszusprechen. Ich weiß auch nicht warum. Also, ein tolles Beltane. Und ja, dann fangen wir auch gleich an. Also, hier seht ihr meinen Altar. Wer die vorherigen Videos schon gesehen hat dazu, der weiß, dass er vorher anders aussah. Und zwar habe ich bei Beltane, ich sage jetzt immer Beltane, ist leichter auszusprechen als Beltane, also Beltane. Und hier die zwei Kerzen für Gott und Göttin, die habe ich nebeneinander gestellt. Wer das Fest, das ist ja ein Fest, das für Zusammenhalt und Zusammensein und Fruchtbarkeit steht. Deswegen sind sie zusammen. Hier jeweils zwei Kerzen für den Zusammenhalt präsentieren. Und hier die Göttin, die Kerze, wie gesagt, steht ja immer da. Hier, das ist gleich geblieben. Das ist auch gleich geblieben. Hier meine Atame. Hier mein Stab, Salz. Hier der Kessel. Ja, hier habe ich zwei Federn. Die habe ich gestern gefunden. Eine Taubenfeder und eine Rabenfeder finde ich ganz toll, weil ich habe schon immer mal probiert, Federn zu finden, aber ich habe nie welche gefunden. Und deshalb habe ich einfach mal gesagt, okay, heute probiere ich keine zu finden, oder habe ich welche gefunden. Okay, hier ist wie gesagt immer noch dieses Bild. Dann geht's hier rüber. Hier habe ich mir so ein kleines Beet-Schränkchen, nenne ich es jetzt einfach mal, angelegt. Hier, wie ihr seht, ist Basilikum. Der, wie ihr seht, ziemlich... Geh mal ran, ein bisschen ran. So. Der ist schon ziemlich. Ja. Ich habe den ein bisschen überwässert. Und die Kälte draußen, weil in der Nacht ist es doch ziemlich kalt, hat ihn nicht so ganz bekommen. Deswegen habe ich ihn reingeholt. Hier ist Pfefferminze. Oh, vorsichtig, so. Ach, die Kamera spinnt ein bisschen. Naja, ihr erkennt es ja. So. Ah, die Kamera spinnt, aber ist jetzt egal. Also, hier habe ich auf jeden Fall Pfefferminze. Die habe ich jetzt irgendwann Ende Februar ausgesät. Hier auch Pfefferminze, hier habe ich Lavendel. Gleich, wenn die Kamera wieder richtig funktioniert, zeige ich es euch nochmal, damit ihr es schärfer seht. Hier ist nochmal Pfefferminze. Also, hier habe ich zweimal, dreimal Pfefferminze. Hier sind frisch gesäte Kamillesamen. Also hier ist, wie gesagt, als Test mein Kram, durch mein Kleiner. Hier ist von meinem Bruder Gurken, also Gurkenpflanzen. Ja, dann hier habe ich ein bisschen Musik laufen. Und hier habe ich Stöcker, weil vielleicht mache ich heute Abend noch ein kleines Feuer in meinem Kessel, dann natürlich draußen. Hier könnt ihr sehen, blauer Himmel. Mache ich vielleicht nachher noch. Um Beltane richtig zu feiern. Ja, so. Dann sage ich euch noch ein bisschen was dazu, was ich heute gemacht habe. Also, als ich wach geworden bin, habe ich erstmal meinen Altar zurecht gemacht und geschmückt. Dann habe ich ein Foto für Instagram gemacht und habe sofort einen schönes Beltane gewünscht. Ja. Dann war ich draußen, hab ein bisschen im Garten mitgeholfen und sauber gemacht, den Garten. Dann war ich laufen, also joggen. Im Park und... Ja... Heute Abend mache ich noch so ein kleines Beltane-Ritual. Mach vielleicht noch ein kleines Feuer draußen. Und dann war... Das war eigentlich schon mein Beltane. So... Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr mehr über die Jahreskreisfeste erfahren wollt, dann empfehle ich euch wirklich dieses Buch hier. Die Reise durch den Jahreskreis finde ich wirklich super toll. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Weil man erfährt, ich setze mich schon, man erfährt wirklich so viel. Ja, da sind zum Beispiel gute Übungen drin, zum Beispiel. Übung, Atemübungen, Meditationen, Vision suchen und alles. Ja. Was ich euch auch nochmal sagen wollte,
fällt mir gerade ein. Ich habe gestern wirklich eine sehr tolle Visionssuche gemacht, ja, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Und zwar geht die da, also geht die darum, sein Krafttier zu finden. Und mein Krafttier ist ein Hirsch namens Meth. Und das ist einfach nur so entspannend und wirklich so kraftvoll, die Visionssuche da. Die musste ich euch einfach sagen, auch wenn die jetzt nichts mit dem Thema des Videos zu tun hat. Aber das musste ich euch einfach sagen, weil ich diese wirklich so toll fand. Die ist von der Feuerfee. Und also, ich weiß jetzt nicht, wie ihr kann. Also, sie nennt sich Feuerfee, ich weiß jetzt aber nicht. Nee, ihr Kanal heißt nicht so. Ich glaube, der heißt irgendwie Spirituelles. Irgendwie so. Aber auf jeden Fall heißt das, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, eine Visionssuche, um sein Krafttier zu finden. Ich schreibe euch nachher nochmal in die Kommentare, falls es euch interessiert, wie der Kanal von ihr heißt. Weil das weiß ich jetzt wirklich nicht aus dem Kopf. Das schreibe ich euch nachher nochmal in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Und ja. Dann würde ich sagen, schönes Bild dann heute noch, wer das heute noch sieht, und einen anderen, wie gesagt, schon ein schönes Bild dann nachträglich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch und durcheinander war, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, nächste Woche. Ich weiß noch nicht, worum das Video geht, aber höchstwahrscheinlich werde ich es draußen drehen. Kommt darauf an, wie das Wetter ist. Weil ich habe mal Lust, ein Video draußen zu machen. Ja, also, dann sag ich, tschüss.